Greifenstein Bike Marathon 2021. Hier auf diesem Parkplatz ist also der offizielle Start des sogenannten GBM. Und ich möchte euch heute mal die Strecke vorstellen mit ihren 21 Kilometern und ja, knapp 600 Höhenmetern. Der GBM war früher eher ein Rennen für Drückerspezialisten. Auf dem Plateau der von Geier und den Geirischen Teichen konnte man also ja, relativ gut mit viel Kraft die Strecke absolvieren. Es gab damals 30, 60 und 90 Kilometer und war ein auch interessantes Rennen. Doch in den letzten Jahren hat sich der GBM bezüglich der Strecke komplett geändert. Deutlich anspruchsvoller, deutlich mehr in Richtung Cross-Country, deutlich ausgesetzter mit steilen Anstiegen, steilen Abfahrten und sehr technisch orientiert. Und genau das möchte ich euch heute zeigen, genau solche Streckenpassagen. Wir fahren also jetzt mal zusammen die Strecke ab und ich freue mich, euch die mal vorstellen zu können. Also, los geht's zum GBM. Gleich nach dem Start geht's am Geirischen Autokino vorbei. Und sofort in den Wald. Dass man gleich mal ein Gefühl dafür bekommt, worum es hier geht beim GBM. Erster Anstieg endet in einem Anstieg, der Richtung Single Trail geht, also ordentlich hoch, wenig Platz, da weiß man schon, was hier auf einen zukommt. Geht dann letztendlich am Waldrand weiter, bis dahin bewegt man sich eigentlich im Radius von 200-300 Metern um das Freizeitbad herum. Es geht nur links, rechts, hoch, runter. Wo wir dann auf die ehemalige GBM-Strecke kommen. Finde ich ehrlicherweise ja, ein bisschen vermurkst. Weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Thank you.
So. Schöne Bachdurchfahrt ganz zum Schluss. Ja. Ersten. Passage. Letztes Mal haben wir jetzt ungefähr 3 Kilometer hinter uns und es ist also sowas von unrhythmisch hoch und runter, links und rechts. Und man kann nur hoffen, dass man niemanden vor jemanden hat, den man überholen muss, weil das ist schlichtweg unmöglich. Wir kommen dann auf ein erstes Schotterstück. Wo man sich vielleicht mal kurz erholen kann. Aber nicht lange. Und da geht's schon wieder in den nächsten Anstieg rein. Der aber zumindest mal nicht aus reinem Schotter besteht, der aus reinem Single Trail besteht mit Wurzeln, sondern ein bisschen weiterer Weg, wo man vielleicht mal auch ein bisschen überholen kann. Nach dem Schotterweg kommt man dann also aus dem Wald heraus, Feldwegpassage, biegen dann links wieder in Richtung Waldweg. Wir fahren immer leicht bergauf. In Richtung Greifensteine. Nächster Anstieg. Wieder ein Anstieg im Wald, bevor wir dann Weg kommen. Auf dem Weg seht ihr dann mal, was alles mit Schnitzkunst möglich ist. Aber ich denke mal, wenn ihr den Wettkampf fahrt, werdet ihr dann nicht viel Zeit dazu haben zu gucken. Es kommt dann ein etwas längerer Anstieg auf Schotterweg. Den verlassen wir dann. Wieder in Richtung eines verwurzelten Waldwegs. Geht aber immer noch bergauf. Dann wieder bergab in die nächste Abfahrt gehen. Kommt dann auf den Hauptweg Richtung Gairische Teiche raus. Fahren das sozusagen erst einmal ein Stück hoch.
verlassen dann den Weg und nehmen den Anstieg Richtung Thum. Geht also wieder steil berghoch. Den meisten von euch wird der Anstieg noch ein Begriff sein. Der war auch in der ehemaligen GBM-Runde mit dabei. Vorbei an ehemaligen Bergwerksstollen geht es dann weiter. Logischerweise immer wieder auf so einem gleichen Weg mit viel Schlamm, viel tiefen Gebälk. Aber zum Glück jetzt erstmal leicht bergab. Kurzes Zwischenstück, danach geht es weiter bergab. Nächste Abfahrt. Wieder kurze Erholung. Wieder Abfahrt. Kommt dann zum legendären Steilstück beim GBM. Geht es also richtig ordentlich berghoch. Aber fahrbar. Wir bewegen uns das erste Mal zumindest in Richtung Startziel. Nach dem Anstieg durch den Wald, nach dem Steilstück, geht es dann also erstmal wieder bergab. Also ein Schotterweg. Kann man sich seinen ersten Tag lang mal wieder ein bisschen leicht verpflegen, was trinken und Gel nehmen. Das tut nach den ersten, nach den 15 Kilometern, die hier denke ich schon ordentlich ansprechend sind, auch gut. Genügend Wert, aber nicht lange. Dann also hier vorne gehen, nächste Abfahrt rein.
hier vorsichtig machen, wenn es ein bisschen nass ist. Da sind schon ganz viele Löcher drin. Auch viele Wurzeln, die man aufgrund des Grases aber nicht sieht. Dann zur nächsten Bachdurchfahrt. Bevor wir dann wieder auf dem Weg in Richtung Stauweier sind. Wir verlassen dann relativ schnell den Weg zum Stauweier und befinden uns im etwas nächsten längeren Anstieg, wo nochmal 100 Höhenmeter knapp zu absolvieren sind. So wie es aussieht, ist das ehemaliger Weg gewesen für die Bergarbeiter. Anstieg geht dann nochmal ein Stück Schotterstraße über. Nicht allzu steil, also man kann ihn relativ gut hochdrücken. Der GBM wäre aber nicht der GBM, wenn man so einfach den Anstieg absolviert. Also wieder ab in den Single Trail und weiter hoch. Am Ende des Anstiegs kreuzt man also fast die Strecke. Befindet sich am Theater, am Tortheater Greifensteine. Und von hier aus geht es also dann wieder in die nächste Abfahrt. Wege geht es jetzt in den letzten finalen Anstieg zum Start- und Zielbereich. Das sind also nochmal knapp 50 Höhenmeter zu absolvieren. Und dann haben wir es geschafft und befinden uns wieder im Start-Ziel-Bereich. Resümee der GBM-Strecke. Puh, ordentlich. Vor allem das erste Hälfte ist sehr anspruchsvoll und auch das zweite Drittel hat es nochmal ordentlich in sich. So ein richtigen Marathongefühl bekommt man eigentlich nur in den zwei Anstiegen, die etwas länger sind, auf den Schotterpassagen. Ansonsten hat es doch schon viel was mit Cross Country zu tun. Also wenn man einen ruhigen Marathon fahren will, anspruchsvoller Marathon, das ist schon ordentlich.
Also wenn ihr fahrt, dann am besten mit dem Fully. Wenn ihr fahrt, dann traut euch auch die Abfahrten ordentlich runterzufahren. Und ja, passt auf, wenn es nass ist, weil dann wird es echt interessant. Gut, vielleicht sehen wir uns beim GBM. Ich freue mich drauf, euer Doc.